Das Klimaschutzgesetz ist der Plan, der uns vorgibt, wie viel Treibhausgasemissionen Österreich bis wann einsparen muss. Wir hatten so ein Gesetz schon einmal, es wurde 2011 verabschiedet, doch aktuell beinhaltet es keine Ziele. Die sind mit 2020 ausgelaufen. Deswegen wird auch oft gesagt, dass wir seit über 2 Jahren kein Klimaschutzgesetz haben. Österreich hat derzeit keine gesetzlich verankerten Ziele, wie viel Emissionen es bis wann einsparen möchte. Das Klimaneutralitätsziel 2040 steht zwar im Regierungsabkommen, aber ist ein leeres Versprechen, wenn es nicht im Klimaschutzgesetz oder tatsächlich auch im Verfassungsrang verankert wird. Deswegen wird von vielen verschiedenen Akteurinnen jetzt ein gutes, wirksames Klimaschutzgesetz gefordert, wo beispielsweise das Klimaneutralitätsziel im Verfassungsrang stehen sollte, ein Klimarechnungshof verankert werden sollte und ein Paris-kompatibles Treibhausgasbudget beinhaltet sein muss.